Hallo zusammen, du bist hier auf Petras 365 Tage Wunder Podcast gelandet und los geht's. Die Lektion 110 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Der heutige Leitgedanke lautet: Ich bin, wie Gott mich schuf. Erstens, wir werden den heutigen Gedanken von Zeit zu Zeit wiederholen. Denn dieser eine Gedanke würde reichen, dich und die Welt zu erlösen, wenn du nur glaubtest, dass er wahr ist. Seine Wahrheit würde bedeuten, dass du keine Veränderung in dir vorgenommen hast, die Wirklichkeit besitzen und dass du auch das Universum nicht verändert hast, um das, was Gott schuf, durch Angst und Böses, durch Elend und durch Tod zu ersetzen. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, hat deine Angst keine Bedeutung. Das Böse ist nicht wirklich und Elend und Tod existieren nicht. Zweitens. Der heutige Gedanke ist daher alles, was du brauchst, damit die vollständige Berichtigung deinen Geist heilen und dir die vollkommene Schau gegeben werden kann, die all die Fehler heilen wird, die irgendein Geist je zu irgendeiner Zeit oder an irgendeinem Ort begangen hat. Er reicht aus, die Vergangenheit zu heilen und die Zukunft zu befreien. Er reicht aus, damit die Gegenwart so angenommen werde, wie sie ist. Er reicht aus, damit die Zeit zum Mittel wird, dank dem die ganze Welt lernen kann, der Zeit und jeder Veränderung zu entrinnen, die Zeit, während sie vergeht, mit sich zu bringen scheint. Drittens, während du so bleibst, wie Gott dich schuf, können Erscheinungen nicht an der Wahrheit Stelle treten. Gesundheit kann nicht Krankheit werden. Noch kann der Tod Ersatz für Leben oder Angst Ersatz für die Liebe sein. All dies ist nicht geschehen, wenn du bleibst, wie Gott dich schuf. Du brauchst keinen Gedanken außer diesen einen, um die Erlösung herbeizuführen, die Welt zu erleuchten und sie von der Vergangenheit zu befreien. Viertens. Mit diesem einen Gedanken wird die ganze Vergangenheit aufgehoben, die Gegenwart erlöst, um still in eine Zukunft ohne Zeit sich auszudehnen. Wenn du so bist, wie Gott dich schuf, hat keine Trennung deines Geistes von dem Seinen stattgefunden und keine Spaltung zwischen deinem Geist und dem Geist anderer, und einzig Einheit ist in deinem eigenen Geist. Fünftens. Die Heilkraft des heutigen Gedankens ist grenzenlos. Er ist die Geburtsstätte aller Wunder. Er ist der große Wiederhersteller der Wahrheit im Bewusstsein der Welt. Übe den heutigen Gedanken voll Dankbarkeit. Dies ist die Wahrheit, die gekommen ist, um dich frei zu machen. Dies ist die Wahrheit, die dir Gott versprochen hat. Dies ist das Wort, in dem alles Leiden endet. Sechstens. Beginne deine 5-minütigen Übungszeiten mit diesem Zitat aus dem Textbuch. Ich bin, wie Gott mich schuf. Sein Sohn kann nicht leiden. Und ich bin sein Sohn. Siebtens. Versuche dann, indem du diesen Satz dir fest vor Augen hältst, in deinem Geist das Selbst zu finden, das Gottes heiliger Sohn ist. Achtens. Suche ihn in dir, der Christus in dir ist, den Sohn Gottes und Bruder für die Welt, den Erlöser, der in alle Ewigkeit erlöst ist und die Macht hat, jeden zu erlösen, der ihn auch noch so leicht berührt und nach dem Wort fragt, das ihm sagt, dass er sein Bruder ist. Neuntens, du bist, wie Gott dich schuf. Ehre heute dein Selbst. Lass heute keine Götzenbilder mehr angebetet werden, die du als Gottes Sohn anstelle dessen, was er ist, gemacht hast. Tief in deinem Geist wartet der heilige Christus in dir, darauf, dass du ihn als dich anerkennst. Und du bist verloren und erkennst dich nicht, solange er nicht anerkannt ist und erkannt. Zehntens. Suche ihn heute und finde ihn. Er wird dein Erlöser von allen Götzen sein, die du gemacht hast. Denn wenn du ihn findest, wirst du verstehen, wie wertlos deine Götzen sind und wie falsch die Bilder, die du für dich hieltest.
Heute machen wir einen wichtigen Vorstoß zur Wahrheit, indem wir die Götzen fahren lassen und Hände, Herz und Geist Gott öffnen. 11. Wir wollen heute den ganzen Tag über an ihn denken, mit dankbarem Herzen und liebenden Gedanken allen gegenüber, denen wir heute begegnen. Denn dadurch erinnern wir uns seiner. Und damit wir uns an seinen Sohn, unser heiliges Selbst, den Christus in jedem von uns erinnern, wollen wir sagen: Ich bin, wie Gott mich schuf. Wir wollen diese Wahrheit so oft verkünden, wie wir können. Denn dies ist Gottes Wort, das dich frei macht. Dies ist der Schlüssel, der die Himmelspforte öffnet und dich eintreten lässt in Gottes Frieden und in seine Ewigkeit.